Daniel Barkowski, du bist der Projektleiter der Messe Boot & Fun Berlin. Wie ist deine Einschätzung bisher von der Messe? Ich bin kaputt, ich bin müde, das ist ein sehr gutes Zeichen. Also ich kann nur sagen, von den Ausstellerstimmen sind alle begeistert. Also sie sagen, das ist mit einer der besten Boot & Fun, die sie die letzten Jahre gesehen haben. Und von daher sind wir ganz klar auf einem sehr guten Erfolgskurs. Was habt ihr anders gemacht als andere Messen? Also wir versuchen auch eher den Spaßfaktor noch mit reinzubringen. Wir versuchen Entertainment, Infotainment. Die Messe muss zum Erlebnis für den Besucher werden, der wirklich das Schöne, die Entschleunigung, den Spaß am Wassersport quasi mit nach Hause nimmt und dann auch Lust hat, wieder aufs Wasser zu kommen. Kannst du mir konkret sagen, was ihr da gemacht habt? Die Leute können nass werden. Wir haben einen riesen Pool, wir haben die stehende Welle, wir haben ein Kanubecken, wir haben eine Angelhalle, wo man selbst live Fische sieht und sehen, wie die auf Köder reagieren. Wir haben drei sehr gute Foren, die überlaufen werden von den Themen, wo man merkt, die Leute brauchen das. Die möchten nicht nur Produkte sehen, sondern auch wirklich Spaß haben. Und hast du schon so einen Eindruck, wie die Besucherzahlen sind, wie die Messe sich jetzt entwickelt hat im Vergleich zum Vorjahr? Also wir steigen gegen den Trend mit den Besucherzahlen. Die letzten Tage waren jetzt immer 10% mehr zum Vorjahr. Von daher freue ich mich auf die Zahl, die ich heute Abend oder am Sonntagabend verkünden kann. Ja, das freut mich sehr und da bin ich auch sehr gespannt. Dankeschön, Daniel. Bitteschön.